Matthias Schroth, Mara Wyborny und Lisa Ziskowski. Es werden zunächst die Lisa und dann der Matthias vortragen zum Thema EU-weite Obergrenzen für Barzahlungen für und wieder. Lisa, ich darf dich bitten. Herzlichen Dank. Ich darf Sie auch recht herzlich nochmals willkommen heißen hier. Es hat uns sehr gefreut, zu diesem Thema hier sozusagen unsere Ergebnisse präsentieren zu dürfen. Wir werden das Referat oder das Kurzreferat hier in zwei Teile eben aufbauen. Bevor wir sozusagen in medias res zu dem eigentlichen Thema kommen, darf ich Ihnen einen ganz kurzen Überblick darüber geben, was in den nächsten Minuten eben erwarten wird. Oder auch nicht? Ach, sehr gut. Wir werden in einem ersten Schritt ganz kurz über die Funktionen und über die Bedeutung von Bargeld eingehen, uns das herausfordernde Umfeld von Bargeld dann näher ansehen, eher bevor wir dann eben zu den eigentlichen Thema, zu den Barzahlungsbeschränkungen kommen werden und die Pro- und Kontra-Argumente diskutieren werden, wo ich dann an Direktor Schroth wieder übergeben darf und dann mit einem zusammenfassenden Fazit eben diesen Kurzvortrag hier beenden. Hintergrund des Themas ist ja sozusagen ein auf EU-Ebene in der Pipeline stehender Vorschlag der Europäischen Kommission, eine EU-weite Barzahlungsobergrenze in der Höhe von 10.000 Euro einzuführen. Wo kann ich da weiter drücken? Einfach den Pfeil. Okay, ja. Danke. Okay. Und die eigentliche Bedeutungen und die Funktionen von Bargeld in einem ersten Schritt wollen wir uns sozusagen ansehen. Was ist denn überhaupt das Bargeld? Welche besondere Bedeutung hat das Bargeld und was macht das Bargeld denn eigentlich so besonders? Wir kommen ja mit dem Bargeld womöglich tagtäglich irgendwo in einer Form in Berührung, verwenden es insbesondere, um Zahlungen, um Transaktionen abzuwickeln, um Verbindlichkeiten zu begleichen. Es ist uns also allen bekannt, dass das Bargeld eine Zahlungsfunktion hat und damit ein Zahlungsmittel ist. Was vielleicht weniger allgemein bekannt ist, ist, dass das Bargeld, und das ist aus dankender Weise auch in den Vorverträgen schon erwähnt worden, das gesetzliche, also im Euroraum, das gesetzliche Zahlungsmittel ist. Soll heißen, dass die Euro-Banknoten ja nur von den Nationalbanken und die wiederum auf Genehmigung der Europäischen Zentralbank, die da wiederum das ausschließliche Recht hat, herausgegeben werden dürfen und Zahlungsempfänger ganz grundsätzlich dieses Bargeld auch annehmen müssen, es sei denn, es ist eben im Vorfeld etwas anderes vereinbart worden. Es lässt sich also getrost sagen, dass das Bargeld wohl das greifbarste Symbol der europäischen Integration ist. Es ist echtes Zentralbankengeld und wir Private können das unmittelbar verwenden. Das Buchgeld haben wir auch kurz vor dem Vorvertrag schon gehört. Dagegen ist jetzt einmal aus rein rechtlicher Sicht ja nichts anderes als ein Kredit an eine Bank, an ein Kreditinstitut und damit eine Forderung aus Sicht des Wirtschaftssubjektes. Und das Buchgeld unterliegt damit eben einem Verfügungsrisiko und damit auch einem allgemeinen Ausfallsrisiko mal jenseits von den Zahlungen aus den Einlagensicherungssystemen. Bargeld ist darüber hinaus auch ein Wertaufbewahrungsmittel, haben wir gehört. Die Hortung ist in den letzten Jahren zunehmend angestiegen. Wir können es verwenden, um damit zu sparen. Es steht auch ganz klar für Sicherheit. Das haben wir gesehen im Ausbruch der Corona-Pandemie, aber auch zu Beginn des Ausbruchs des Ukraine-Krieges diesen Jahres, dass sozusagen die Bargeldabhebungen massiv angestiegen sind. Das heißt, die Österreicherinnen und Österreicher vertrauen dem Bargeld. Es kann auch ohne Strom und ohne Internet verwendet werden, also Stichwort Blackout-Fall. Darüber hinaus schützt es die Privatsphäre und eben vor ungewollten Datenerhebungen. Wir haben es auch kurz gehört aus dem Publikum, das Bargeld ist auch natürlich ein Inklusionsthema. Es ermöglicht sozusagen jeder Bevölkerungsgruppe, auch jene, die keinen oder nur einen eingeschränkten Zugang zu elektronischen Zahlungsmitteln haben, am allgemeinen Wirtschaftsverkehr teilnehmen zu können. Es ist ein probates Mittel der Ausgabenkontrolle, wenn ich in der Früh 100 Euro im Bargeld, im Geldbörsel habe und am Abend nochmal 20, auch wenn ich keine gute Kopfrechnerin bin, weiß ich, was ich sozusagen ausgegeben habe am Tag. Und zu guter Letzt, was ich besonders hervorheben will, ist, dass das Bargeld eben ohne die Beteiligung von Dritten verwendet werden kann. Soll heißen, es steht auch für Freiheit und Souveränität. Trotz dieser ja, mannigfaltigen Vorteile von Bargeld befindet sich das Bargeld aktuell in einer doch sehr herausfordernden Situation wieder. Auch das haben wir sozusagen schon angesprochen gehört in den vorigen Referaten, Kurzvorträgen.
Die wesentlichen Gründe dafür sind natürlich zum einen der zunehmende Technologietrend, der Trend hin zu unbaren Zahlungsmitteln, wo teilweise aber auch bei großen Kreditunternehmen, milliardenschwere Konzerne und entsprechende Werbung dahinterstehen. Darüber hinaus natürlich auch die Corona-Pandemie, die das Bargeld vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie etwas unattraktiver gemacht hat, weil es sozusagen fälschlicherweise die Kommunikation gegeben hat, dass ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bei Barzahlungen bestehen würde. Und darüber hinaus eben auch die Interventionen seitens Regierungen, seitens Gesetzgeber und eben auch des europäischen Gesetzgebers, die eben Barzahlungsbeschränkungen vorsehen. Ich möchte jetzt nicht sozusagen auf die ganzen Beschränkungen, die es aktuell gibt, im Detail eingehen. Das ist, wie gesagt, auch in unserem Beitrag zu lesen. Hervorheben möchte ich aber doch sozusagen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, die ja in seinem jüngsten Urteil festgestellt hat oder klargemacht hat, dass grundsätzlich Barzahlungsbeschränkungen auch im Lichte der Kapitalverkehrsfreiheit, sofern sie angemessen sind und auch verhältnismäßig und zur Zielerreichung geeignet sind, mal zulässig sind. Darüber hinaus gibt es auch in mehreren mittlerweile Euro-Staaten eben bestehende Barzahlungsbeschränkungen seitens nationaler Gesetzgeber. Besonders hervorstreichen möchte ich hier eben die Barzahlungsobergrenze in Griechenland, die derzeit bei 500 Euro liegt. In Österreich gibt es eben aufgrund von Umsetzungsakten seitens des EU-Gesetzgebers beispielsweise Identifizierungspflichten, aber eben noch keine allgemeine Barzahlungsobergrenze. Was sich jetzt allerdings eben mit dem aktuellen Vorschlag der Europäischen Kommission, welche 2021 im Juli veröffentlicht worden ist, ändern soll. Hier sieht eben der Gesetzgebungsakt eine allgemeine Barzahlungsobergrenze in der Höhe von 10.000 Euro vor, die eben EU-weit gelten soll. Darüber hinaus aber auch gleichzeitig, dass niedrigere Barzahlungsobergrenzen, die aktuell schon bestehen, bestehen bleiben dürfen. Und auch, dass sozusagen nationale Höchstbeträge, nationale Beschränkungen, die niedriger sind als jene in der EU-Kommissionsvorschlag vorgesehen, auch unter Anhörung der EZB sozusagen eingeführt werden dürfen. Ferner sieht der Artikel 63 des Kommissionsvorschlags auch vor, dass nach 3 Jahren ab Geltung dieser Verordnung eine Evaluierung vorgesehen ist, mit eben der Option, die Barzahlungsobergrenze wieder herabsetzen zu können. Und die Pro- und Kontra-Argumente oder was sozusagen jetzt dafür und dagegen spricht, da darf ich an Direktor Schroditz überreichen. So, herzlichen Dank, Lisa. Ich schaue jetzt auch, ob ich dann mit dem Pfeil weiterkomme. Das ist zurück, das heißt, so geht es davor. Gut. Ja, schönen Vormittag auch noch von meiner Seite. Wir haben jetzt schon in diesem Vortrag, aber auch in einigen Vorträgen davor einiges zu diesem Thema ja auch gehört. Das Thema, das immer wieder kommt, warum man Barzahlungsobergrenzen braucht, das ist Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung. Das möchte ich gleich hier gemeinsam behandeln, diese Thematik. Grundsätzlich sind das sehr wichtige Themen, denen man sich stellen muss. Dagegen kann niemand und schon gar kein Zentralbanker etwas dagegen haben. Relevant ist aber, dass man sich sehr wohl 3 Punkte dabei anschaut. Einerseits, es gibt zahlreiche Studien, auch österreichische Experten wie der Professor Schneider, die sich seit Jahren mit dieser Thematik befassen und die klar keinen Zusammenhang zwischen Barzahlungsobergrenzen und Bekämpfung von Geldwäsche, erfolgreicher Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erkennen können. In einem FAZ-Interview vor einigen Jahren hat er gesagt, wer immer noch glaubt, dass Geldwäsche mit Geldkoffer funktioniert, hat so viel Hollywood-Agentenfilme gesehen. Ich glaube, viel deutlicher kann man das letztendlich nicht sagen. In der Steuerhinterziehung mag das vordergründig vielleicht glaubhaft sein, dass man da was erreichen kann. In Wahrheit wird das wohl aber auch in höchsten Kleinbereichen relevant sein. Man darf ja nicht vergessen, zwei Parteien, wenn es um Steuerhinterziehung geht, um die berühmte Bauwirtschaft vielleicht, wissen wohl beide Parteien, wenn die da Barzahlungen ohne Ausstellung von Rechnungen machen, dass die ein illegales Geschäft betreiben, da wird die Barzahlungsobergrenze das geringste Problem von den Personen sein. Also man müsste eine Fülle an Kontrollmaßnahmen dahinter herstellen, dass man sagt, eigentlich darf überhaupt niemand mehr eine größere Menge von Bargeld von ein paar hundert Euro verfügbar haben, dann könnte man das im Euroraum theoretisch verbieten.
bieten. Aber da es um viel Geld geht, wird es dann genug Ausweismöglichkeiten geben. Beim US-Dollar, Schweizer Franken gibt es ja keine dergleichen Überlegungen. Also man würde dann das letztendlich nur nach außen verlagern. Also die erfolgreiche, weder in der Studie noch die Praxiserfahrung zeigen, dass letztendlich, wie auch Lisa Ziskowski vorhin ja gesagt hat, es ist ja so, dass es ja einige Länder gibt im Euroraum, die bereits seit einigen Jahren extrem strenge Barzahlungsobergrenzen haben. Griechenland 500 Euro, Italien 1000 Euro. Aber auch dort sind keine signifikanten Veränderungen bekannt. Letztendlich, ich sage immer im Spaß, ich glaube nicht, dass die sizilianische Mafia jetzt ihren Hauptsitz nach Hamburg verlegt hat, ist zumindest mir noch nicht bekannt geworden. Also die Veränderungen, und die damit erzielt werden können, sind höchstens homöopathisch. Ich komme dann aber nachher noch dazu, sie haben aber massive Einwirkungen in die Grundrechte und Freiheitsrechte derer, die Bargeld völlig rechtskonform verwenden wollen, wie wir es ja in der heutigen Vorlesung schon mehrfach gehört haben. Das letzte Argument, das in den Erwägungsgründen dieses EU-Geldwäschepakets drin ist, gefällt mir immer am besten. Da kann ich mir quasi einen gewissen Sarkasmus nicht ganz verkneifen. Da geht es um die Hinteranhaltung von Wettbewerbsverzerrungen. Das ist etwas, was die Europäische Kommission immer bringt. Wie sie es da aber formuliert hat, wenn man es ein bisschen zugespitzt formuliert, sagen die, es ist ja so, da mittlerweile 10 oder 11 Euro-Staaten bereits strenge Kontrollen bei den Barzahlungsobergrenzen haben und damit die Unternehmen belastet werden, würde eine Wettbewerbsverzerrung zu den Lasten oder zum Vorteil derer sein, die noch nicht die Unternehmen quasi damit quälen, und daher müssen jetzt alle mit diesem Thema gequält werden, dann ist das quasi wieder querverteilt und es gibt keine Wettbewerbsverzerrung. Das ist wirklich eine europäische Denke, die in dieser Form großartig ist, weit über dieses Thema natürlich hinausgeht. Es bringt aber natürlich die Denke, dürfte nicht so weit führen, dass man sagt, wenn wir in Europa keine Wettbewerbsverzerrung haben, wie haben wir es in der globalen Wirtschaft? Ist das also für die europäische Wirtschaft dann insgesamt ein so großer Vorteil gegenüber der asiatischen oder der europäischen? Damit belasse ich es, weil es, wie gesagt, weit über mein Thema hinausgeht. Aber die Denke, die daher aus diesem Erwägungsgrund hervorleuchtet, ist keine, die ich teile. Ich will mich auch da ganz kurz halten, wir sind sicher auch schon ein bisschen über der Zeit. Ganz wichtig ist eben das Thema, was ich auch schon jetzt einleitend gesagt habe, es gibt eben keinen empirischen Nachweis der Effektivität, keinen substanziellen Beitrag zur Bekämpfung der Geldwäsche, die eben heutzutage sehr häufig über Scheinfirmen digital abläuft. Ich glaube, weit in den 90%, ich glaube einmal eine Zahl von 99% gelesen zu haben, nageln Sie mich nicht fest, vielleicht sind es nur 97%, aber es ist jedenfalls natürlich aufgrund der Volumina gar nicht anders denkbar. Denken wir auch an die Geschichte wie Panama Papers etc. Aber, und das ist der dritte Punkt, die Einschränkung der Grundrechte. Inwieweit ist es verhältnismäßig, dass in Griechenland, wenn man zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs, zu acht essen geht, je nachdem wie teuer man essen geht, man gar nicht mehr mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel zahlen darf. Dass man gezwungen wird, wenn man sich rechtskonform verhalten will, mit einem privaten Zahlungsmittelanbieter, der gewinnorientiert ist, und das ist überhaupt nichts Böses, zahlen muss und nicht mit dem öffentlichen Bargeldversorger, mit dem öffentlichen Geldaufträger, nämlich quasi dem Notenbankgeld. Das muss man deswegen aber kritisch anmerken, da, wie Kollegin Ziskowski richtig vorhin gesagt hat, der Europäische Gerichtshof im letzten Jahr zu der Bargeldobergrenze, Barzahlungsobergrenze in Bulgarien eine sehr flapsige Meinung hatte, solange man so die täglichen Dinge des Alltags mit Bargeld zahlen kann, ist alles in Ordnung. Da muss man klar sagen, das lässt nichts Gutes in der Judikatur für spätere Klagen erwarten. Zwar kann man sich noch ein bisschen damit trösten, in Bulgarien ist die Grenze mit 5.000 Euro relativ hoch angesetzt, wenn man bedenkt, dass die Bulgaren im Durchschnitt circa nur ein Sechstel des österreichischen Einkommens haben, ist das also quasi in der Kaufkraft ungefähr wie 30.000 Euro, womit man ja leichter leben könnte. Trotzdem, seine Grundargumentation lässt doch nicht vermuten, dass er vielleicht bei 3.000 und 2.000 Euro anders argumentieren würde. Man kann aber trotzdem, als Jurist ist es, glaube ich, sogar eine Aufgabe, da das einfach zu kritisieren. Der EuGH ist in den letzten Jahren immer wieder kritisiert worden, und in dieser Stelle ist es wirklich absolut berechtigt. Der nächste Punkt ist da quasi mitverarbeitet mit dem Subsidiaritätsprinzip. Es ist einfach eine einheitliche Obergrenze, 10.000 Euro, und es ist ja auch schon, wird ja mittlerweile in den Ausschüssen, kann man ja medial verfolgen, auch von 5.000 Euro als Einstiegsgrenze diskutiert. Es ist ja in den Erwägungsgründen auch schon drinnen, dass man das sowieso prüfen soll, ob das nicht grundsätzlich weiter gesenkt werden kann. Also wenn man, wie gesagt, bedenkt, dass es einige Länder gibt mit 500.000 und 3.000, können wir davon
davon ausgehen, dass wenn das einmal eingeführt ist, dass wir uns in diesem Korridorbereich irgendwann einmal finden. Und da muss man schon dazu sagen, also 1.000 Euro heißt man, wenn man nach Italien fährt mit seiner Familie und eine Woche dort im Hotel bringt, darf man eigentlich nur mehr elektronisch zahlen. Das muss man schon ganz günstige Pensionen finden oder sehr kleine Familie haben. Mangelnde Effektivität im Kampf gegen die Wettbewerbsverzerrung habe ich, glaube ich, auch schon einleitend gesagt, was ich davon halte. Der Martin Summer hat in seinem Beitrag auch das angesprochen, die Abhängigkeiten von ausländischen Zahlungsdiensteanbietern, die nicht europäisch verhaftet sind bzw. verankert sind. Ich meine, wir haben es jetzt, glaube ich, auch am Rand in Russland gesehen, als die US-amerikanischen Kartenanbieter die Schemes dort gesperrt haben und dort hat man die Abhängigkeit gesehen. Ich meine, nicht, dass jetzt ich ein besonderes Mitleid mit Russland hätte, aber man sieht einfach diese geopolitischen Abhängigkeiten. Da ist der digitale Euro sicher eine Maßnahme, wobei auch dann wieder natürlich die technische Plattform entscheidend ist. Und das jetzt zu tun, ist an und für sich meiner Ansicht nach absolut eine Unzeit, nämlich man hat es jetzt gerade wieder im Rahmen der Ukraine-Krise gesehen, was Bargeld für eine vertrauensbildende Wirkung und für eine beruhigende Maßnahme auf die Menschen hat. Der Toni Schautzer könnte jetzt noch viel länger darüber erzählen, wie die ersten Wochen, als dieser Ukraine-Konflikt gekommen ist, in halb Europa, man kann sagen ganz Europa, sicher zentral bis Ost besonders, die Menschen nach Bargeld gesucht haben und gerungen haben, einfach weil sie diese Sicherheit gebraucht haben und gewusst haben, in Krisenzeiten, wo nichts mehr geht, Bargeld funktioniert immer. Das vergisst man immer und wenn man das nicht mehr hat, ist das ein Stimulus für Ängste, die man nicht unterschätzen darf. Und daher gerade in dieser Situation ein Zeichen gegen Bargeld und so wird es von den Menschen verstanden zu setzen, halte ich absolut für die falsche Entwicklung. Das alles hier ist nur einmal zusammengefasst. Ich sehe, der Ernest muss schon ein bisschen aufs Tempo drücken. Letztendlich habe ich das alles noch einmal schon vorher gesagt und vertraue darauf, dass die vier Punkte gut lesbar sind. Ja? Und komme damit zu meinem Ende und stehe für Fragen zur Verfügung, wenn der Ernest noch welche zulässt und es welche gibt. Danke sehr. Ich glaube, wir haben Zeit für eine Frage. Danke dir. Wenn es keine Frage aus dem Publikum gibt, dann würde gern ich eine stellen, wenn ich darf. Ja, bitte, entschuldige. Ihr habt vor allem über regulatorische Einschränkungen gesprochen, vom Bargeld. Ein anderer Kanal wäre natürlich der Marktmechanismus, nämlich dass Bargeld von Händlern wegen der Handlingkosten nicht mehr akzeptiert wird. Vor einigen Tagen ist mir ein Zeitungsartikel über den Tisch gekommen, wo geschrieben wurde, dass eine große Deutsche Bank in Filialen kein Bargeld mehr halten wird und ausgeben wird. Ist so etwas in Österreich auch denkbar, beziehungsweise wäre das rechtlich möglich? Das ist, also diese Frage kann ich fast nicht kurz beantworten. Zunächst, ich habe diesen Zeitungsartikel auch gelesen. Ich glaube sogar, weil du ihn mir weitergeleitet hast, dankenswerterweise. Ich bin noch nicht ganz sicher, inwieweit die versuchen, das am Schalter, die Bargeldausgabe zu hemmen und die Leute zu den Bankomaten, zu den Geldautomaten umzuleiten. Diese Tendenz wiederum gibt es ja teilweise auch in Österreich bereits mit sogenannten Wildcard-Systemen. Hat sich noch nicht sehr durchgesetzt, aber einzelne Banken machen das, wenn man zum Schalter geht, weil man zum Beispiel mehr abheben will, als das Kartenlimit wäre oder man nicht weiß, wie man das Kartenlimit online erhöht. Das wissen auch viele nicht, das ist auch gar nicht so einfach manchmal. Dann sagt man, ich will 5.000 Euro abheben, dann kriegt man vom Schalter nur eine Karte, geht damit zum Automaten, steckt es rein und kriegt es raus. Vielleicht, ich weiß es nicht, ist das auch das Prinzip, dass die Deutsche Bank haben will, dass man sagt, man wird dann immer zum Geldautomaten umgeleitet. Das machen vereinzelt einige Banken, wie gesagt auch schon bei uns. Die Frage wäre, wenn Banken wirklich mit Bargeld überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen, müsste man sich überlegen, ob sie dann eigentlich noch eine Vollbank wären. Das ist jetzt auch nicht Thema der ÖMB, wäre ja dann ein Thema der FMA, weil natürlich eine der Konzessionen ist ja das Einlagen- und Kreditgeschäft und wenn man dann die Einlagen auch gar nicht entgegennimmt, wenn man es rein technisch löst, wird es wohl gehen. Es ist dann eine Frage des Kundenservice. Das ist, wenn die irgendwie sagen, wollen wir gar nicht mehr, und das ging aus dem Artikel nicht genau hervor, dann wäre es möglicherweise ein Konzessionsthema. Aber
da müsste man wirklich mehr wissen. Faktum ist, da hast du natürlich recht und da reden wir durchaus und da kommt es, glaube ich, auf die Position der ÖMB auch ganz stark an, die Banken hier in die Pflicht zu nehmen und das tun wir auch ganz stark, dass das Bargeld ein Vertrauensträger ist, der den gesamten Bankensektor trägt und nicht nur die ÖMB, sondern auch die Banken an sich und da die auch eine gewisse Verpflichtung haben. Mein Ansatz ist aber durchaus auch, mit moralischen Appellen kommt man im Regelfall nicht weiter. Es wird schon auch wichtig sein, dass die Bevölkerung selbst ihr Recht auf Barzahlung einfordert, auch mit den entsprechenden Institutionen. Da gibt es ja, wenn ich jetzt an die Pensionistenverbände denke, an Konsumentenschützer, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, denn man muss sagen, bei den Händlern, bei den großen Händlern, gebe ich dir recht. Bei den kleinen Händlern spüre ich, wenn ich über Kartenzahlung und Barzahlung viel unterstütze, weil die ganz andere Gebühren haben und das Geld zählen die am Abend selber. Diese Arbeit fließt ja dann meistens nicht in einen Stundensatz ein. Die sind ja meistens viel bargeldaffiner. Also das heißt, ich glaube, dass man diesen Teil der Gesellschaft stärken muss, dass sie ihr Recht gegenüber der ÖMB, aber vor allem den Banken stark einfordern. Und da müssen wir vielleicht auch lauter sein als bisher. Das bin ich ganz deiner Meinung. Danke dir. Danke sehr. Danke. Vielen Dank.